So, hallo zusammen. Dann starten wir jetzt heute pünktlich unser neues Webinar hier von Ninja One mit dem Titel Eine Konsole für alles, von Mobilgeräten bis zu Servern. Und ja, das ist heute ein ganz besonderes Webinar. Also wir freuen uns riesig, weil es geht jetzt hier nicht nur darum, ein paar Funktionen hier vorzustellen, sondern wir haben hier jetzt ein komplettes neues Produkt, das wir auf den Markt bringen, das wir euch heute gerne präsentieren wollen, und zwar das Mobile Device Management von Ninja One. Und eine Sache, die ich ganz lustig fand, zum Einstieg vielleicht, dann können alle ein bisschen lachen. Wir haben hier auf Englisch den Titel One Console to Rule Them All, also sozusagen so eine Anlehnung an Herr der Ringe. Und ja, ich glaube, der deutsche Titel hat den Joke nicht so 100 pro übertragen. Ich habe jetzt nochmal das Gedicht nachgeguckt eben. Also der inoffizielle deutsche Titel wäre sozusagen eine Konsole, um alle Geräte zu knechten und alle zu finden, ins RMM zu treiben und ewig zu verwalten. Also der indirekte Titel. Naja, Spaß beiseite. Also hallo zusammen. Super heiß hier in Berlin. Ich hoffe, bei euch, wenn es auch heiß ist, habt ihr alle eine schöne Klimaanlage. Auf jeden Fall hier, mein Name ist Jörg von Eichelstreiber. Ich bin hier Produkt-Marketing-Manager bei Ninja One. Und ich habe heute auch meinen Kollegen mit dabei, den Stefan Joos wieder, Senior Solution Engineer. Sag einmal kurz Hallo in die Kamera, Stefan. Hallo, auch von meiner Seite an alle. Ja. Und dann habe ich noch meine Kollegin Natalia Gurilini hier. Die hat jetzt hier gleich eine super wichtige Aufgabe. Sag mal kurz Hallo, Natalia. Hi, alle zusammen. Ja, genau. Ein paar organisatorische Sachen noch. Also wir wollen es hier auch interaktiv halten. Gerne in den Chat. Genau, ich sehe schon in den Chat kurz mal Hallo reinschreiben, Servus aus, wo auch immer ihr herkommt. Und technische Fragen bitte auf jeden Fall in den Q&A-Bereich. Dann ist es für uns viel einfacher, da den Überblick zu behalten. Genau. Und dann, weil es heute so ein großes Webinar ist, beziehungsweise also ein wichtiges Webinar für uns, haben wir auch einen super Preis, den wir verlosen am Ende des Webinars. Also auf jeden Fall bis zum Ende bleiben. Das wird dann von der Natalia bekannt gegeben. Und die Bedingung ist schon, dass man am Ende dann auch noch da ist, ne? Das ist natürlich wichtig. Und ja, 190 Leute, super. Das ist auf jeden Fall auch hier sehr, stößt auf große Resonanz. Das freut uns natürlich auch riesig. So, dann starten wir jetzt hier nochmal rein mit ein paar Worten zu Ninja One für diejenigen, die Ninja vielleicht noch gar nicht kennen. Und zwar ist Ninja eine Endpoint-Management-Lösung, und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, die schwierigsten und auch die nervigsten Aufgaben im IT-Management zu automatisieren, damit IT-Teams produktiver und effizienter arbeiten können. Und dann eben auch mehr Zeit haben für strategische Aufgaben wie komplexere Automatisierungen, Projekten in der Cybersicherheit, Compliance etc. Gegründet wurden wir 2013, und auf dem Markt ist das Produkt seit 2015, und heute sind wir schon mehr als 17.000 Kunden weltweit. Und worauf wir auch sehr stolz sind hier in Europa, ist, dass eben auch der Umsatz, der in Europa generiert wird, und Deutschland ist übrigens der größte Markt in Europa, dass wir hier so einen großen Anteil haben und dementsprechend auch einen großen Einfluss auf die Roadmap tatsächlich von Ninja One haben. Und ja, ein weiterer Punkt, worauf wir viel Augen, also wo wir viel Arbeit reinstecken, ist der Support, also die Qualität des Supportes. Wir haben hier in Berlin alleine 300 Mann und Frauen, 300 Mitarbeiter. Und davon sind natürlich jetzt nicht alle im Support, aber viele sind auch im technischen Support tätig, und dementsprechend können wir hier auch super Support leisten für unsere deutschen Partner. Und ja, auch was jetzt den Support angeht, sind wir auch immer gut platziert in den unabhängigen Rating-Webseiten, die man so kennt, Capterra, G2 Crowd zum Beispiel. Genau.
Also wir kriegen auch hier diese Resonanz dann. Ne? Jetzt nochmal kurz hier den Überblick zu Ninja One. Also Ninja One ist eben Endpoint Management Lösung, cloud-nativ, also keine umständliche Migration von einer On-Premise-Variante zu einer Cloud-Variante. Komplett Agent-basiert. Und alle Geräte werden eben mit Agent überwacht. Und zum Kernprodukt gehört eben das Patch-Management und das schließt dann ein das OS-Patching für Windows, für Mac und auch für Linux und dann auch das Patching von Drittapplikationen für Windows, Mac und Linux. Und jetzt seit dem letzten Release haben wir gerade bei Drittapplikationen ein super spannendes Feature für Drittapplikationen bei Windows hinzugefügt, nämlich eine native Wingate-Integration, die es euch dann ermöglicht, 4000 plus Apps mit Ninja automatisch auszurollen und dann auch auf dem neuesten Stand zu halten, also zu aktualisieren. Dann eine weitere wichtige Säule ist das Software Deployment, also die Möglichkeit, eben Softwarepakete selber in Ninja anzulegen, auch komplexere Softwarepakete mit angehängten Konfigurationsdateien und Parametern und so weiter, dass man da auch zusätzlich noch seine eigenen Pakete bauen kann. Monitoring der Infrastruktur, also inklusive Server, inklusive Netzwerkgeräte, inklusive VMware, Hyper-V. Dann skriptbasierte Automatisierung. Hier bieten wir auf unserer Plattform native Skripte an, plus auch eine Bibliothek von Skript-Templates. Wir haben jetzt auch, und das finde ich persönlich auch super cool, wir haben jetzt eben auch ein Scripting-Team, das wirklich auch aus der Praxis kommt und unsere Kundenbedürfnisse da immer mit einbezieht und wirklich in regelmäßigen Abständen Skripte entwickelt und die in die Template-Bibliothek hinzufügt und euch dann bereitstellt. Dann haben wir natürlich einen integrierten Fernzugriff, unser eigenes Backup, womit man auch Daten sichern kann, auch lokal auf NAS-Geräten beispielsweise und natürlich in der Cloud und dann auch Schnittstellen zu wichtigen Ideallösungen und modernen Antivirenlösungen hier vor allem zu nennen, CrowdStrike, Sentinel One oder auch Bitdefender. Und dann kann man natürlich Computer, Laptop, Server managen. Dieses Jahr kommt auch Raspberry Pi dazu, auch sehr spannend. Dann eben heute, und das soll heute natürlich der Fokus sein, die Mobilgeräte, also Android und iOS, ist jetzt auch bei uns möglich. Und wie gesagt, da sind wir jetzt auch wirklich sehr stolz drauf. Wird eine spannende Sache. Ja, jetzt noch einmal hier in ganzer Bescheidenheit noch ein paar Ergebnisse von Ninja One. Spaß beiseite. Also wir versuchen natürlich dann auch unser Tool so effizient wie möglich zu machen. Und machen auch regelmäßige Kundenumfragen. Hatten da Ende letzten Jahres mal eine größere Umfrage gemacht mit einem Beratungsunternehmen zusammen namens Omdia. Und 82% der befragten Ninja-Kunden waren in der Lage, eben eins oder bis zu vier Tools auf Ninja One zusammenzulegen, was natürlich Kosten und spart und Effizienz der Arbeitsprozesse steigert. 93% konnten den Arbeitsaufwand beim Patching reduzieren und 51% konnten ihn sogar halbieren. Ja. 77% konnten den Arbeitsaufwand bei manuellen IT-Aufgaben um bis zu 75% reduzieren. Also das schließt mit ein natürlich auch alle Kunden, die bis zu 25 und bis zu 50% Reduktion erzielen konnten. Und 85% der befragten Unternehmen konnten auch das Ticket aufkommen. Wieder nach der gleichen Logik um bis zu 75% reduzieren. Also sind wir auf jeden Fall auch stolz, haben uns sehr gefreut über diese positiven Ergebnisse in der Umfrage. Ja, warum Mobile Device Management brauche ich den hier Anwesenden sicherlich nicht im Detail erklären. Es ist auf jeden Fall wichtig, es wird immer wichtiger, dass man eben die Smartphones, die Tablets, die iPads und so weiter auch überwachen kann, dass man da eine standardisierte Verwaltung hat, weil natürlich der Gebrauch immer mehr zum Standard wird, ne? Und
Man braucht eben eine Möglichkeit, Apps auszurollen, die zu überwachen, Apps vorzugeben. Man muss die Möglichkeit haben, das auch in einer skalierbaren Form tun zu können. Dieses Management der Mobilgeräte ist natürlich auch wichtig, einfach einmal um die IT-Sicherheit zu stärken, weil es eben die Sichtbarkeit, einfach die Übersicht verbessert. Ja, das Konfigurationsmanagement, eventuelle Einschränkungen von Funktionen auf Mobilgeräten und dann natürlich auch die Problemlösung auf den Geräten selber. Und ja, natürlich ist dann das Mobile Device Management auch einfach wichtig, um eine gute User Experience zu gewährleisten. Ich sehe auch schon hier Fragen im Q&A. Ist natürlich schwer, das so gleichzeitig zu machen. Mein Kollege hat auch mal direkt schon einen Blick drauf und am Ende der Session haben wir auch nochmal natürlich ein bisschen Zeit eingeplant, auf Fragen nochmal live einzugehen. Und wie gesagt, die Aufzeichnung werden wir dann auch nochmal teilen. Genau, damit hier keiner unberücksichtigt bleibt. Ja, warum haben wir jetzt ein MDM als Firma Ninja One entwickelt? Erster ganz banaler Grund natürlich, weil unsere Kunden es angefragt haben. Ja, und das ist eben auch etwas, worauf wir viel Wert legen. Also wirklich unsere Roadmap basiert auch zu großem Teil wirklich auch auf konkreten Kundenwünschen und Anfragen. Und einfach diese Anfrage nach Mobile Device Management ist über die letzten 3 Jahre wirklich sehr immer stärker geworden von Jahr zu Jahr. Also wir haben es auch selber gemerkt, dass die Anfrage und der Wunsch, das Mobile Device Management mit dem Endpoint Management auch komplett zu vermählen, sage ich mal, dass diese Anfrage wirklich immer lauter wurde. Ja. Und dann ist natürlich die wachsende Bedeutung von Mobilgeräten in der heutigen Arbeitswelt, Firmenhandys überwachen, bring your own device, ne, das ist natürlich eine Sache, die kaum in einem Unternehmen wegzudenken ist, also die kaum mehr wegzudenken ist. Dann ist es natürlich auch eine logische Weiterentwicklung unserer Endpoint-Management-Lösung. Das ist natürlich auch klar, ne, dass man halt wirklich alle IT-Assets auf einer Plattform dann auch so verwalten kann. Und ein wichtiger Punkt ist dann auch einfach die IT-Sicherheit. Letztens gab es auch nochmal 2023 eine interessante Studie von Forrester, das ihr bestimmt auch kennt, wo es eben dann auch darum auch geht, dass eben IoT-Geräte und Mobilgeräte wirklich unter den häufigsten Zielen, also von externen Angreifern zu finden ist. Das hat natürlich auch Gründe, weil Mobilgeräte natürlich ja viele Sicherheitsrisikos direkt quasi de facto mit dabei haben, sozusagen durch den mobilen Charakter, sodass sie natürlich leicht verloren werden können. Dann sind mobile Geräte auch öfters mal als andere Geräte in irgendwelchen unsicheren öffentlichen Netzwerken drin. Dann gibt es auch einfach häufig Unternehmen, die da nicht genug Überblick, nicht genug Kontrolle über die mobilen Endgeräte haben. Und dann natürlich auch einfach die Tatsache, dass heute, und das ist ja auch etwas, was man kritisieren kann, aber es ist halt ein Fakt, dass eben die Arbeitswelt und das Privatleben auch teilweise ein bisschen verschwimmen und dass die Leute auch mit ihren privaten Geräten irgendwas in den Arbeitsmitteln oder die Arbeitsmittel auf privaten Geräten nutzen. Ja, jetzt noch ein paar weitere Punkte hier. Natürlich der erste Gedanke jetzt hier auch nochmal, dass man eben ein ganzheitliches IT-Management hat und dass man eben wirklich nicht nur die Desktops, die Laptops, die Server, die Netzwerkgeräte, sondern eben auch die Smartphones, die Tablets und so weiter, dass man alles zusammenfassen kann, dass man dann dementsprechend daraus resultierend dann auch das komplette Inventar einfach dieser ganzen IT-Assets hat. Das ist ja auch, klingt immer banal, aber es ist trotzdem auch eine Schwierigkeit für nicht wenige Firmen, wirklich da immer up to date zu sein, was das Inventar angeht. Und durch die Konsolidierung von mehreren Tools auf einer Plattform kann man natürlich auch Synergieeffekte und mehr Effizienz für sich erzielen als Unternehmen und auch die Kosten dann nicht immer, aber trotzdem auch häufiger mal die Kosten da reduzieren. Und natürlich ist es auch bequemer, sage ich mal, jetzt nicht 10 unterschiedliche Vendor, so Stichwort Vendor Management,
zu verwalten und mit denen immer Gespräche zu führen und Preise zu besprechen und Konditionen zu besprechen, sondern wenn man das so konsolidieren kann, das ist das natürlich auch eine Vereinfachung. Ja, also wie gesagt, das Übersicht ist ein wichtiges Stichwort, Kontrolle über die Geräte, über Android und Apple, vor allen Dingen die, die ungemanagt sind. Ne, das ist natürlich eins der größten Risiken und auch eins der Faktoren, die man wirklich aus der Welt schaffen sollte, so schnell es geht. Und ja, dann ist natürlich auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie das Management im Alltag aussieht, muss es auch eine schnelle und eine effiziente Registrierung, also ein Enrollment, wie man ja auf Englisch sagt, der Geräte geben. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, hier das Android Enterprise Device Management für uns zunutze zu machen oder von Apple das Automated Device Enrollment. Oder man kann auch einfach einen QR-Code generieren. Aber da wird dann auch gleich der Kollege Stefan nochmal drauf eingehen. Dann eben, wie gesagt, die Implementierung von Policies, was auch eine Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt skalierbar agieren kann, ja, dass man eben per Policy Apps definiert, die ausgerollt werden oder die benutzt werden dürfen, oder bestimmte Sicherheitseinstellungen, bestimmte Gerätebeschränkungen. Ja, also zum Beispiel kann man jetzt irgendwie SMS deaktivieren, Kamera deaktivieren oder die Möglichkeit irgendwie auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen. Ja, solche Sachen könnte man jetzt natürlich über so eine Policy gut managen. Und dann natürlich immer wieder Stichwort Sicherheit. Bei Ninja kann man Remote Wipe, also Löschung der Daten, so direkt ad hoc durchführen. Man kann bestimmte Regeln für den Passcode bestimmen über die Policy. Man kann hier auch den Passcode resetten als Supportleistung für einen Endnutzer, falls er das vergessen hat. Genau, das sind jetzt hier wirklich nur so ein paar Stichworte, die ich in den Raum werfe. Werden wir gleich nochmal mehr zu erfahren. Ja, und dann natürlich auch die Möglichkeit, ja, die User Experience zu verbessern und für uns ist natürlich dann auch der Wunsch, das MDM auch in unser intuitives Umfeld einzubinden, damit man genauso eine steile Lernkurve hat, wie beim Endpoint Management in Ninja, dass es einfach zu bedienen ist. Und das Ganze wollen wir dann natürlich dann auch unterstützen, durch die ganzen personellen Ressourcen, die wir auch haben, um unsere Kunden und Partner beim Onboarding zu unterstützen, bei Produktschulungen, also Schulungen, beim technischen Support, vertrieblichem Support. Und das ist auch alles kostenfrei bzw. unbegrenzt von den Lizenzkosten eben abgedeckt. Ja, also da kommen keine Extrakosten auf unsere Partner zu. Und wie bereits erwähnt, also der Fokus auf den Kunden bei der Roadmap, also dass wir wirklich da auch die Meinung unserer Partner wirklich anhören und das auch bei der Entwicklung des Produktes mit aufnehmen. Genau. Und das jetzt nochmal abschließend vielleicht, ne, einfach den Endnutzer produktiver machen, zufriedener und auch die Arbeitsbedingungen sicherer zu machen. Ja, dafür haben wir natürlich dann auch den Fernzugriff, also das Screen Viewing mit unserer Lösung Ninja Remote, die Bereitstellung von Apps und so weiter. Und das ist natürlich dann einfach ein wichtiger Faktor für eine sichere Arbeitsumgebung und auch für eine gute User Experience, wenn man eben auch dem Endnutzer da sehr guten Support liefern kann, anbieten kann. Ja, hier nochmal eine kurze Übersicht über die Funktionen, die wir dann auch gleich in der technischen Demo uns dann mit dem Stefan genauer anschauen werden. Also drei Blöcke hier: Gerätemanagement, Applikationsmanagement, Remote-Fähigkeiten. Natürlich geht es darum, sowohl Firmenhandys, also vollkommen gemanagte Devices zu haben, als auch Bring Your Own Device, ne, dass man das teils sogar oder jeweils das eine oder das andere haben kann. Wie gesagt, automatisierte Registrierung der Geräte, dann gutes Policy Management, viele Einstellungsmöglichkeiten, Installation, Überwachung der Apps, die Geräte, die Funktionseinschränkungen, die ich aus Sicherheitsgesichtspunkten dann
verwenden möchte für den Support, Remote Screen Viewing, also dass ich dann halt auch Endnutzern technischen Support einfacher bieten kann. Apps blockieren, Apps entfernen. Dann haben wir auch eine super, finde ich, einer der Highlights bei uns ist das Single- und Multi-App-Kiosk, also dass man dem Endnutzer sozusagen auch ganz gezielt nur eine App bereitstellen kann oder vielleicht mehrere Apps, aber dann nur die 10 Apps, die ich definiert habe und mehr kann er dann nicht runterladen beispielsweise. Auch Custom-Apps, die selber entwickelt sind, kann man auch über Ninja bereitstellen. Und dann bei Apple hat man eben die Apple Apps und Apple Books, die kann man auch mit abbilden. Dann ja Remote-Fähigkeiten wie eben Sperrung des Gerätes, wenn es vielleicht verloren gegangen ist, Löschung der Daten, Passcode zurücksetzen, falls der Nutzer es vergessen hat. Das kann man alles ganz bequem aus der Konsole machen. Wie gesagt, Gerätebeschränkungen festlegen, Sicherheitseinstellungen festlegen. Ja, jetzt bin ich auch schon fast am Schluss hier von meiner Einführungspräsentation. Ich wollte jetzt hier noch einmal kurz auf die Roadmap von diesem Jahr hier zu sprechen kommen. Was ist da die Priorität für uns? Also hier Verbesserung, Weiterentwicklung vom Location Tracking, dann macOS Management Erweiterung. Das heißt eben, dass man die MDM-Fähigkeiten bei Apple auch auf das MacBook Management quasi nutzen kann. Dadurch wird dann auch das macOS Patching, also auf den MacBooks, stark verbessert. Ja, diese technische Zusammenführung, woraus sich dann eben auch die Möglichkeit, wie bereits erwähnt, ergibt, das Apple OS Patching und das Mobile Patching hier zu verbessern, beziehungsweise Mobile Patching dann hinzuzufügen. Und dann auch, und das ist ein wichtiger Punkt, wir haben ja viele Kunden im Bereich, also viele Systemhauskunden, viele Managed Service Kunden. Also aktuell ist das Ninja One MDM nur eine Instanz sozusagen, aber wir werden im Laufe des Jahres dann hinzufügen, also die Multi-Tenant-Möglichkeit hinzufügen, dass man auch mehrere Android oder mehrere Apple Connections, also Instanzen managen kann. Ja, das ist jetzt hier von meiner Seite soweit und dann übergebe ich jetzt das Wort an den Stefan, der dann hier seinen Bildschirm teilen wird. Dann viel Spaß bei der technischen Demo. Genau. Also ich werde dann gleich wieder meinen Bildschirm teilen und dann seht ihr alles. Kann mich übrigens gut hören. So. Jetzt sollten alle meinen Bildschirm sehen. Jörg oder Natalia, falls es nicht der Fall ist, einfach kurz melden, ja? Ja, Alles man sieht den klar. Bildschirm. Gut. Super. Dann, wir sehen hier schon links das normale Ninja Dashboard. Ja, das ist auch mit dem MDM-Release so geblieben. Was ich jetzt eben zusätzlich habe, ist hier auch mobile Geräte in den Organisationen. Ja, das heißt, wenn ich hier raufklicke, sehe ich direkt die mobilen Geräte, die hier angebunden sind in dieser Orga. Und das zieht sich auch durch die restliche Konsole durch. Das heißt, es gibt einfach noch zusätzlich die Option, Geräte einzubinden. Wie mache ich das eigentlich am Anfang? Ich habe hier oben. Das war auch schon eine Frage, im Chat habe ich gesehen, hier zwei Möglichkeiten, beziehungsweise ich kann hier Apple und Android-Geräte anbinden. Um das zu machen, muss ich hier die initiale Konfiguration machen. Ich brauche hierfür, um kurz mal bei Apple zu bleiben, kein Apple Business Manager. Ja, es gibt den Apple Push Notification Service, den brauche ich, um erstens Geräte überhaupt anbinden zu können. Die werden dann im sogenannten Unsupervised Mode. Das heißt, es ist etwas eingeschränkt von der Funktionalität. Ja, den Modus würde man eher bei Bring Your Own Devices benutzen. Und darunter habt ihr dann das Automated Device Enrollment. Hierfür brauche ich einen Apple Business Manager. Was das einfach bedeutet, ich kann hierüber mit der Hilfe vom Apple Business Manager Geräte automatisiert in Ninja aufnehmen und habe dann auch die volle Kontrolle über das Gerät. Ja, das heißt, hierüber kann ich auch Zero Touch Enrollment machen. Das heißt, ich kaufe direkt bei Apple, hinterlegt das einfach und dann wird das Gerät automatisch auf das MDM ausgerollt bekommen. Was ihr dann auch nochmal hier drunter seht, ist die Apps und Books Integration. Bedeutet, ich kann auch über den Apple Business Manager Bezahl-Apps kaufen und die dann über Ninja verteilen. Ja, dafür ist diese Integration da. Ganz ähnlich
Habt ihr das bei Android? Hier ist es etwas simpler. Es gibt eine Android Enterprise Anbindung. Da braucht ihr kein irgendwie Bezahl-Google-Konto für. Das ist einfach wichtig, damit wir Google Play Services benutzen können, zum Beispiel den Play Store. Weil das auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, momentan gibt es nur die Möglichkeit, einen Partner-Account hier zu hinterlegen, zum Beispiel beim Apple Business Manager oder bei Android Enterprise. Das wird sich aber in naher Zukunft ändern. Ja, dann habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich im MSP-Bereich bin, mehrere Kunden den eigenen Android Enterprise Anbindung zu machen, beziehungsweise einen eigenen Apple Business Manager. Gut. Wie sieht es dann aus beim eigentlichen Ausrollen? Ich kann hier einmal auf Plus gehen, Geräte, und habe dann hier die Möglichkeit, mobile Geräte auszuwählen. Ja, das heißt, ich kann hier einmal Android auswählen oder Apple. Bei Android habe ich dann auch nochmal die Wahl zwischen Arbeitsprofil, also dass das komplette Gerät dem Unternehmen gehört, und for Personal and Work. Personal and Work heißt einfach, ich habe dann nochmal einen getrennten Container für die Arbeits-Apps. Bei Apple habe ich auch die Möglichkeit, einen QR-Code zu machen. Hier ist nur wichtig, wenn ich einen QR-Code generiere, der wird nur im sogenannten Unsupervised Mode sein. Das heißt, das ist für Bring Your Own Devices. Ihr habt nicht komplett Kontrolle. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr den Apple Business Manager benutzen. Dann gucken wir uns das mal etwas genauer an. Gehen wir erstmal auf ein mobiles Gerät. So sieht das dann hier quasi aus. Ich habe Geräte, ganz normal, wie ich das bei Ninja kenne, kriege Details zum Gerät. Ich habe hier die Möglichkeit zu sehen, okay, gibt es hier Sicherheitseinstellungen, was ist das System, und kann mir natürlich hierüber erstmal Klarheit schaffen, was für Geräte ich in meiner Umgebung habe. Die Einstellungen grundsätzlich, keine Sorge, wir kommen hier gleich wieder zurück, mache ich wie in Ninja üblich über sogenannte Richtlinien. Ja, das heißt, in Ninja hat jedes Gerät eine Richtlinie, die dem zugeordnet sind, und diese Richtlinie bestimmt so gut wie alle Einstellungen, die ein Gerät bekommt. Ja, sei das Applikation, sei es Sicherheitseinstellungen oder ähnliches. Wir haben hier dann nochmal eine Trennung zwischen Richtlinien, die Android-spezifisch sind, und Richtlinien, die iOS bzw. iPadOS-spezifisch sind. Ihr seht hier schon, ich kann auch relativ, also so viele Richtlinien anlegen, wie ich möchte, je nachdem, wie ich das eben trennen möchte. Ich fange jetzt einmal mit dem Android, mit der Android-Richtlinie an. Konsole gibt es übrigens auch auf Deutsch, ist überhaupt kein Problem. Wir sehen hier einmal Policy. Hier kann ich dann direkt einstellen, alle Geräte, die in dieser Richtlinie sind, bekommen Vorgaben für Passwörter. Wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, das gilt jetzt einfach für alles, für alle Gerätetypen. Das heißt, Bring Your Own Device oder Unternehmensgeräte. Ich kann das aber auch nochmal unterteilen, ja, dass ich sagen kann, okay, nur wenn ich das komplette Gerät kontrolliere, soll dann auch ein Passwort vorgeschrieben sein. Neben der Passworteinstellung habe ich auch Restriktionen. Restriktion heißt hier einfach, Google stellt bestimmte APIs zur Verfügung, und darüber kann ich dann einstellen, was auf einem Gerät möglich ist oder nicht. Hier gibt es dann auch wieder diese Trennung zwischen Unternehmensgerät und BYOD-Gerät. Das heißt, ich kann auch sagen, okay, bei privaten Geräten kann ich halt weniger einstellen, aber ich kann hier einfach durchgehen und mir überlegen, okay, was darf jemand auf dem Gerät machen, beziehungsweise nicht machen. Also gibt es hier relativ viele Möglichkeiten. Ich kann auch sagen, Apps dürfen nicht installiert werden, sollen irgendwelche anderen Einstellungen nicht möglich sein, Screenshots und ähnliches. Gehen wir zu einer Applikation. Hier findet quasi das Management der Applikation statt. Es ist relativ simpel. Ich kann hier einstellen, wie soll das stattfinden. Also im Play Store gibt es eine Allow-List, das heißt, ich gebe Apps frei, oder eine Block-List, das heißt, ich blockiere aktiv Apps. Ich kann dann hier einfach auf Add Apps gehen, im Play Store,
und mir hier eine App auswählen, die ich installieren möchte. Das geht relativ simpel. Einfach raufklicken und auswählen. Und jetzt sehen wir hier, die Applikation ist aufgetaucht und ich kann zusätzlich auswählen, was damit passieren soll. Wir haben hier zum Beispiel pre-installed. Das heißt, wenn ich das jetzt gleich speichere, soll das dann auf dem Gerät installiert werden. Der Nutzer kann es aber auch deinstallieren. Es gibt Fort-Install available, heißt, der Nutzer könnte es selber machen. Jetzt sehen wir das hier gleich rechts. Ne? Jetzt wird hier Firefox runtergeladen, weil das eben in der Richtlinie festgelegt ist. Und hier kann ich das eben pro App nochmal ändern. Und unten sehen wir auch eine ganz interessante Option, das heißt Single App Kiosk Mode. Wenn ich ein Point of Sales Gerät habe, kann ich hier auch sagen, er soll nur diese eine App zeigen, beziehungsweise nur eine einzelne Webseite. Ich kann hier auch direkt mitgeben, welche Erlaubnisse ein Gerät überhaupt hat, beziehungsweise eine App auf einem Gerät hat. Kann ich sowohl einzeln machen, als auch grundsätzlich sagen, alles, was die App möchte, wird erlaubt, beziehungsweise nicht erlaubt. Gut. Wie ich schon eben angesprochen habe, gibt es hier die Möglichkeit, einzelne Webseiten als komplettes Gerät anzuzeigen. Dafür gibt es die Web-Apps hier links. Hier kann ich einfach festlegen, ich möchte zum Beispiel die Ninja One-Seite als einzige Webseite auf dem Gerät haben. Und dann würde hier zum Beispiel das im Fullscreen einfach auf dem Gerät auftauchen. Ich habe dann auch die Möglichkeit, bei Android hier private Apps hinzuzufügen, also APKs oder ähnliches. Die würden dann dort gehostet und ich kann die auch über Ninja auf die Geräte pushen. Es gibt sogar noch einen Multi-App-Kiosk-Modus. Hier kann ich wirklich reingehen und sagen, ich möchte, dass mehrere Apps nur verfügbar sind. Ja, sei das ein Umfragetool, sei das irgendeine ja, unternehmensspezifische Software. Dann kann der Nutzer nur diese drei Apps auswählen und sonst nichts auf dem Gerät machen. Dann einmal links nochmal auf Netzwerk. Netzwerk bedeutet hier einfach, ich kann natürlich hier SSIDs und ähnliches hinterlegen. Das bedeutet für mich als Techniker, muss nicht jeder individuell dann nochmal angeleitet werden, wie er das WLAN einrichtet, beziehungsweise wenn sich da was ändert, kann ich das auch einfach zentral einmal hinterlegen. Hier gibt es dann noch zusätzliche Sicherheitseinstellungen. Das ist besonders interessant, wenn wir uns um Geräte kümmern, die sowohl privat als auch geschäftlich genutzt werden. Kann hier nämlich einstellen, dass zum Beispiel ich dann keine Screenshots machen kann in dem Modus, beziehungsweise wenn ich Bring Your Own Devices habe, dass ich zum Beispiel nicht copy-pasten kann zwischen den verschiedenen Profilen. Kann hier auch noch Systemupdates hinterlegen, wie die stattfinden sollen und diverse andere Einstellungen. Wir sehen dann auch nochmal hier das Policy Enforcement. Policy Enforcement ist quasi nochmal eine Sicherheitseinstellung. Ein MDM generell im Vergleich zum, sag ich mal, normalen Ninja-Agenten funkt nicht ganz so oft zurück an Ninja. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich aus irgendeinem Grund eine Einstellung nicht pushen kann. Ja, sei das jetzt ein Always-On-VPN-Paket, was immer laufen sollte oder ähnliches. Hier kann ich dann einfach reingehen und sagen, wenn da diese Konfiguration nicht gepusht wurde, dann bitte einmal das Gerät nach bestimmten Zeit einfach blockieren. Und dann kann da keiner mehr was machen. Oder das Gerät komplett löschen. Und somit kann ich eben auch nochmal diesen Sicherheitsaspekt besser abdecken, weil ich sage, okay, da ist was nicht richtig eingestellt, dann wird das eben blockiert bzw. sogar gelöscht. Zu guter Letzt, das ist ein Feature, was noch in der Beta ist. Das ist das Location Tracking. Das ist übrigens sowohl für iOS als auch für Android. Hier kann ich festlegen, dass ein Telefon getrackt werden soll, je nach Frequenz. Das heißt, ich kann einmal da zeitbasiert vorgehen. Das heißt, jede Stunde möchte ich zum Beispiel den Standort haben, beziehungsweise auch nach Distanz.
Ja, also wenn sich das Gerät irgendwie bewegt hat. Und ich kann dann auch nochmal sagen, okay, wie genau ist dieser Standort und ob das dann eben mehr bzw. weniger Batterie verbraucht. Bei Apple sieht das Ganze sehr ähnlich aus, bisschen unterschiedlich, einfach von der Funktionalität her, auch was da möglich ist, wieder Passworteinstellungen, Restriktionen, die ich definieren kann, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ja, wenn ich zum Beispiel hier die Kamera auch wieder ausmachen will, Bluetooth-Verbindungen oder ähnlich, kann hier auch nochmal Applikationen ausrollen. Das heißt, ich kann hier wirklich reingehen und sagen, ich möchte hier eine Bezahl-App hinterlegen, das wäre das Apps und Books, kann aber auch den öffentlichen App Store benutzen für kostenlose Apps, die ich darüber ausrollen möchte. Netzwerkinformation kann ich auch hinterlegen und das Location Tracking ist hier auch grundsätzlich verfügbar. Gut. Jetzt schauen wir uns mal ein Gerät an. Ja, und zwar habe ich ja hier das Telefon für das Webinar. Das sehen wir jetzt hier auch rechts. Ja, und hier sehe ich dann verschiedene Informationen. Ich sehe Details. Hier sehen wir auch diesen Non-Compliance-Status. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht richtig pushen konnte, dann kann ich hier sagen, das ist eine Violation. Und dann wird eben hier das auch nochmal angezeigt. Und ich kann dann auch, wenn ich eine SIM-Karte zum Beispiel drin habe und das auf der SIM tatsächlich gespeichert ist, hier direkt auch auslesen, Telefonnummer und ähnliches. Bei den Einstellungen kann ich auch nochmal definieren, ja, wie das Gerät natürlich heißen soll, aber auch, falls ich hier Richtlinien oder ähnliches ändern möchte, kann hier auch nochmal sehen, was für Applikationen installiert sind. Und dann habe ich hier oben die Aktion, die ich durchführen kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel mein Gerät locken, oder das sehen wir jetzt hier. Oder ich kann auch sagen, ich möchte das Gerät tatsächlich löschen, beziehungsweise ein Passwort-Reset machen. Also das kann ich direkt alles aus der Konsole machen, sowohl bei iOS als auch bei Android. Wir haben dann hier das Ninja Remote, das sehen wir jetzt hier rechts. Hier kann ich quasi einfach auf das Gerät raufgehen und den Bildschirm sehen. Ja, das heißt, wir haben hier gerade eine Installation beobachtet, kann aber auch sein, ich möchte einem Nutzer dabei helfen, seine Outlook-App zu konfigurieren, dann kann ich ihn hier eben anleiten. Können das mal kurz sehen. Wenn ich da drauf drücke, kriegt der Nutzer hier ein Pop-up und das muss er dann akzeptieren, um ein Broadcast zu starten. Und das bedeutet einfach, der Nutzer hat letztendlich auch immer die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Ihr habt aber, wenn ihr troubleshooten müsst, wenn ihr jemanden durch eine Applikation ja, führen müsst, die Möglichkeit, das hier direkt einfach zu machen. Sie sehen hier dann auch noch ein sehr beliebtes Feature, das Location Tracking. Das heißt, hier würde dann je nach Kadenz, die man in der Richtlinie hinterlegt hat, der Standort abgerufen. Wichtig hier, das wird sich auch immer so ein bisschen danach richten, was das Android Power Management macht. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass die Kadenz nicht ganz so ja, kurz ist, wie ich es ursprünglich eingestellt habe, einfach weil das Power Management das verhindert. Sie sehen hier direkt dann eine Karte. Ja, ich kann hier auch rein und raus, ist kein Problem. Wir können auch hier die Adressen direkt rauskopieren, wenn wir wollen, oder die Koordinaten. Und ich sehe das Ganze hier auch nochmal im Location Tracking. So, also jetzt haben wir erstmal grobe Übersicht bekommen, wie so ein Gerät aussieht, was es machen kann. Ich sehe hier auch Aktivitäten, die dann durchgeführt wurden und von wem. Wir gucken uns jetzt auch nochmal ein iOS-Gerät an. Sieht sehr ähnlich aus. Ich habe auch wieder hier Ninja Remote als Option. Ich sehe Details zum Gerät, Einstellungen und auch die Location, ne, je nachdem, wann das letzte Mal die Location hier abgerufen hat.
Ich kann übrigens auch hier direkt in die Satellitenansicht gehen, also falls das für euch wichtig ist. Grundsätzlich, wir haben ja jetzt hier Apple-Unterstützung, Android-Unterstützung. Bei Android vielleicht noch eine kleine Sache. Solange man Google Play Services benutzen kann, sollte das unterstützt werden. Also es kann auch ein Handscanner oder ein sonstiges Gerät sein, was auf Android basiert. Das kann ich dann trotzdem in Ninja aufnehmen, Apps ausrollen und diese ganzen anderen Einstellungen definieren. Gut. Jetzt haben sich wahrscheinlich relativ viele Fragen angestaut. Ich sehe auch, da sind ein paar Hände oben. Ich würde erstmal mit denen, die Hand oben haben, reden. Daniel, willst du vielleicht mal deine Frage stellen? Ja, ich glaube, er kann sich jetzt nicht einfach Unmuten. zu Wort melden. Ja, genau. Also das ist Alles jetzt klar. eigentlich so nicht vorgesehen von der Policy hier. Alles klar. Dann gehen wir einmal mal die Q&A-Fragen durch. So, ist es möglich, sich auf Android-Geräten draufzuschalten, ohne es auf dem Gerät bestätigen zu müssen? Momentan nicht. Ja, ich könnte natürlich das irgendwie über eine Automatisierung machen, dass irgendwie meine Tasten nachverfolgt, aber grundsätzlich ist das momentan nicht möglich. Genau, was ist besser oder mehr möglich im Vergleich zu Intune? Ja, unsere Lösung ist natürlich anders als Intune. Grundsätzlich ist natürlich von der Usability Ninja grundsätzlich immer eine gute Option. Ja, das bedeutet auch, ich habe hier dann auch in Zukunft Multitenancy, was auch nochmal dazu kommt. Grundsätzlich können wir die meisten Sachen abdecken, die ich auf Intune machen kann. Und ich kann halt hier auch zum Beispiel, haben wir jetzt auch gesehen in der Einstellung ähnliches, doch alles sehr einfach und sehr schnell auch ausführen. Ja, da kann ich vielleicht auch noch was zu sagen. Also ein kleiner Unterschied ist einfach Realtime. Die Möglichkeit eben in Ninja beispielsweise Remote Wipe, ja, kann man in Intune nicht in Realtime ausführen, weil in Intune die Sachen immer so im Hintergrund laufen und man nicht genau weiß, wann die ausgeführt werden. Und genau, aber dazu werden wir auch noch mal ein White Paper veröffentlichen, wo es dann nochmal eine genauere Übersicht auch über den Vergleich zwischen Intune und Ninja im Allgemeinen gibt. Und ja, es gibt ja viele Gründe, warum man beides nutzen kann. Und man kann auf jeden Fall die Stärken von beiden auch wirklich zusammen nutzen. Wenn man jetzt zum Beispiel E3 oder E5-Kunde ist, dann hat man ja sowieso Intune. Aber es gibt da gerade im Bereich Scripting, Realtime-Ausführung, im Bereich Patching auch, im Linux-Bereich und so weiter. Da kann Ninja im Bereich Remote Support, da kann Ninja viel noch hinzufügen zu Intune. Ja, und dann muss man sich eben überlegen, was man, ob man das MDM jetzt auch in Ninja macht oder in Intune. Genau, muss man dann im Einzelfall analysieren. Ja. Nur eine Klarstellung da, ne? Bei mobilen Geräten ist es so, ich kann nur ein MDM drauflaufen haben. Also ich kann jetzt nicht Intune und Ninja MDM auf dem gleichen Gerät laufen haben. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, das ist wichtig, Nur ja. damit das klar ist. Gibt es Containermöglichkeiten, um die private Nutzung bei iOS komplett voneinander zu trennen? Wie gesagt, bei iOS gibt es die Möglichkeit von diesem unsupervised. Darüber gibt es dann auch sogenannte Managed oder Unmanaged Apps. Das heißt, ich kann sagen, diese Apps stelle ich zur Verfügung und manage die. Und dann gibt es nochmal Apps von Privaten, die ich nicht manage. Aber wie gesagt, bei Android ist diese Trennung nicht ganz so scharf wie bei Android grundsätzlich. Gut, ich glaube, ich muss auch zeitlich ein bisschen drauf gucken. Ist es möglich, dass beim Anbinden der Geräte automatisiert eine VPN-Verbindung mit zu integrieren?
Grundsätzlich kann ich einmal Proxy-Einstellungen hinterlegen und ich kann natürlich auch beim QR-Code, den ich hinterlege, da WLAN oder ähnliches nochmal hinterlegen. VPN sollte auch möglich sein. Müsste ich ehrlich gesagt nochmal checken, um da 100% sicher zu sein. Jedes Mobilgerät als Endpunkt. Genau, also in Ninja wird grundsätzlich pro Endpunkt abgerechnet. Das ist hier eben auch der Fall. Wenn ihr da Details haben wollt, gerne euren persönlichen Ansprechpartner danach fragen. Dann, genau, zur Installation von Apps. Bei iOS-Geräten muss ich da eine Apple-ID hinterlegen? Nein. Ich muss nur eine Apple-ID hinterlegen, wenn ich über den Public App Store gehe. Diese Apps und Books-Integration, dafür brauche ich aber Apple Business Manager. Die kann ich silent ohne Nutzerinteraktion und ohne Apple-ID ausführen. Okay, das sind jetzt ein paar längere Fragen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Policies können momentan noch nicht verschachtelt werden, das soll aber ehrlich gesagt in einem Monat oder so geändert werden, um da ähnlich die Vererbung zu machen. Okay, grundsätzlich vielleicht zum Location Tracking, wie gesagt, das ist gerade noch in der Beta. Wenn ihr das haben wollt, muss das quasi euer Account Manager oder Account Executive einmal aktivieren. Ihr müsst es also nicht ausrollen. Und es ist auch grundsätzlich so, dass ihr da selber entscheiden könnt, ob das für euch sinnvoll ist oder nicht. Gut. Jörg, ich glaube, du brauchst noch Zeit, ne? Sonst würde ich noch ein paar Fragen beantworten. Ja, jetzt eigentlich, wir haben jetzt gleich noch die Verlosung natürlich geplant, aber die ist jetzt nicht so, die wird jetzt nicht so super viel. Alles klar. Ich versuche, einige noch zu beantworten. Ich kann nicht nur sagen, von der Fülle, alles auf einmal werde ich nicht hinkriegen. Das ist kein Problem, ne? Wenn ihr da eine Demo mit einem Kollegen oder mit mir habt, dann können wir da auch nochmal drauf eingehen. Sonst wird Jörg auch nochmal im Nachgang sich melden. So, sorry, jetzt Genau. bin ich rausgeflogen. Ich Alles gut, habe kein den Problem. Nee. Teufel schon an die Wand gemalt. Ich würde jetzt noch ein paar Fragen beantworten, ne, und dann können wir rübergehen. Ich habe Genau. nur darauf hingewiesen, dass ein Solutions Engineer oder euer Ansprechpartner euch da auch noch Infos geben könnt, wenn ich das jetzt nicht alles auf einmal beantworten kann. Ja, Stefan? Ja. Ja, wir können auch später die Fragen als Excel runterladen und dann, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, eben, ich habe es jetzt, da war die Verbindung kurz weg, aber wir können das dann auch nochmal an die Teilnehmer rumschicken, die ganzen Q&A-Fragen. Können wir uns ja mal zusammensetzen und die Antworten aufschreiben und dann hat auch jeder seine Frage beantwortet, sicher. Plus Genau. natürlich können alle Leute gerne die Demo auch mit einem Produktspezialisten buchen. Ich habe eben auch den Link nochmal hier in den Chat reingeschrieben. Also das gerne auch Genau. natürlich. Grundsätzlich von meiner Seite vielleicht noch drei Sachen. Einmal, wenn es um Preise geht, grundsätzlich wird abgerechnet pro Gerät. Ja? Preise konkret müsst ihr einfach anfragen. Wenn es um das Ninja Remote geht, wie kriege ich es aktiviert? Das muss über einen Account Manager oder Account Executive momentan sein. Wenn das der Fall ist, werdet ihr dann auch in der Orga das einfach sehen. Ja, das heißt, bei Ninja Remote wird dann zusätzlich einfach Apple Mobile und Android hinterlegt sein. Und dann kann ich das eben hier aktivieren. Ja. Beim Location Tracking muss es auch erst noch aktiviert werden. Dann wird es so sein, dass ihr aber das pro Policy dann auch nochmal entscheiden könnt, ob ihr da Location Tracking drin haben wollt oder nicht. Gut. Jörg, dann würde ich vorschlagen, wir machen erstmal mit dir weiter. Ja. Ich versuche dann in der Zwischenzeit auch noch Fragen zu beantworten hier im Chat. Und dann machen wir so weiter.
Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen hier bei den Fragen, ob man den Compliance-Status aus Intune übertragen kann. Ja, kann man. Wir haben jetzt diese SIP, also CIPP-Integration. Da kann man sozusagen über diesen Partner-Account mit SIP, Office 365 Management, also Account Management und so weiter, in Ninja übertragen, also Ninja Custom Fields und dann auch diesen Intune Compliance Status. Ne? Kannst du vielleicht noch was hinzufügen, Stefan? Aber da gibt es auch ein Webinar auf YouTube zu, also wer da Interesse hat, ist auf jeden Fall auch eine spannende Funktion. Bist es gerade schon am Zeigen? Ja, genau. Also das nur dazu. Ne? Also wenn man kann eben auch Ninja und Intune zusammen verwenden. Dem steht auf jeden Fall wirklich gar nichts im Wege. Im Gegenteil, ich glaube, Ninja kann Intune an vielen Ecken wirklich gut erweitern. Nur um das auch wieder mal klarzustellen, ne? Ihr könnt immer nur auf mobile Geräte, kann ich nicht zwei MDMs drauf haben. Ja, das heißt, es Ja. übrigt in der Regel dann die Frage, Conditional Access ist noch in Arbeit, wird aber auch kommen. Ja. Okay, ja, ich meine, gut, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Wir könnten jetzt natürlich noch ein paar mehr Fragen beantworten, Stefan. Genau. Ja, kann ich Also. gerne machen. Also du kannst mich auch einfach stoppen, wenn ich dann nicht mehr beantworten soll. Können wir auch so machen. Gibt es extra Benutzerrollen, damit Mitarbeiter nur MDM-Geräte verwalten kann? Dafür gibt es ganz normal die Erlaubnisse. Kann ich wieder einfach eine Rolle definieren und dann einfach definieren, ob jemand auf das MDM zugreifen kann, beziehungsweise auf welche Gerätearten. Ja, das heißt, ich kann hier auch sagen, jemand hat nur auf Android- und iOS-Geräte Zugriff, dann würde er auch gar nicht andere Geräte in der Konsole sehen. Wie sieht es aus mit eigenen APKs für Android, für iOS, für Android ist es relativ simpel. Ja, ich kann das einfach in die Richtlinie selber hochladen. Hab dann hier eben, der Vorführeffekt jetzt, kann hier dann in die privaten Apps gehen und hier einfach eine APK hochladen. Momentan haben wir noch keine Möglichkeit, um eigenentwickelte iOS-Apps auszurollen. Das muss ich dann eben mit Hilfe von Apple dann machen. Worauf muss ich achten, wenn ein Gerät schon im Apple Business Manager registriert ist? Wenn das der Fall ist, muss man einmal den MDM-Server wechseln, ja, und dann eben, wenn es quasi supervised ist, muss ich das Gerät tatsächlich zurücksetzen. Dann wird es eben beim Neuaufsetzen dann automatisch in Ninja auftauchen. Anderen Geräten ist es quasi, kann ich einfach das MDM-Profil rauslöschen bei den Bring Your Own Devices und dann das Ninja-Profil drüber bügeln. Zertifikatsverteilung ist eine Sache, die noch aussteht, wird aber auch kommen. Da habe ich leider auch noch keine konkrete Timeline, die da rauskommt, aber ich sehe, das kam jetzt auch schon ein paar Mal vor. Das ist auch eine Priorität für uns. Genau, ID war das. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder unten neue Fragen her. Genau, wie gesagt, irgendwelche Freischaltungen, das muss euer Account Manager bzw. euer Account Executive oder Product Specialist machen. Die können das eben über eine Feature Flag machen. Linux ist, glaube ich, dann nochmal ein komplett anderes Thema, was heute nicht behandelt wird. Outlook-Anmeldedaten kann ich nicht direkt hinterlegen. Was meine ich damit? Ich kann hier zwar
Infos hinterlegen. Ja, da gibt es hier die Manage Configurations, inklusive E-Mail-Adressen und ähnliches. Das müsstet ihr aber dann hier hinterlegen und dann auf die Geräte pushen. Also ihr könnt ein paar grundsätzliche Sachen hier direkt hinterlegen. Ob es so sinnvoll ist, direkt die E-Mail-Adresse zu hinterlegen, in diesem Fall wage ich eigentlich zu bezweifeln, weil es fast schon mehr Aufwand ist. Ja, aber wenn ihr so ein Domain oder ein Exchange-Server-URL oder ähnliches habt, könnt ihr es direkt bei der Applikation hinterlegen. Ja. Dann vielleicht noch eine Sache, auch bezüglich BYOD oder ähnliches. Ne? Wir sehen hier diese Apps mit dem kleinen Koffer. Das sind alles BYOD-Apps. Und ich kann hier dann auch in diesem Fall bei Android strikt trennen zwischen Arbeits-Apps und normalen Apps. Und ich habe dann auch hier zum Beispiel den Play Store doppelt. Das heißt, für die Arbeits-Apps zur Verfügung gestellte Apps könnte ich einfach hier sehen und ich brauche jetzt kein extra Login oder ähnliches, sondern ich sehe einfach nur die Apps, die verfügbar sind. Okay, wir haben noch 5 Minuten. Jörg, ich glaube, es ist Zeit für Spin the Wheel. Ja, jetzt ist Zeit für Spiele, Spaß und Freude. Ja, ich werde jetzt hier nochmal kurz meinen Bildschirm teilen, einen Augenblick. Ich denn hier den Share. So. Einen Augenblick. So langsam kommen wir dann auch. Trommelwirbel zur Verlosung. So, und zwar. Was gibt es heute zu gewinnen? Das gibt es hier zu gewinnen. Das kann der Gewinner gleich sich dann aussuchen. Also leider gibt es nicht The Winner Takes It All sozusagen. Aber ja, Natalia, ich bitte darum, einmal den Gewinner zu verkünden. Hallo alle zusammen. Ich habe jetzt schon auf den Knopf gedrückt. Gratuliere Lars Tiermeier. Herr Lars Ja. Tiermeier. Einmal bitte in den Und Chat schreiben. gratuliere, gratuliere, gratuliere. Ist denn Herr Lars? Tiermeier da? Wenn er nicht da ist, dann hat er. Ah, ich glaube, irgendjemand Ah, hat doch, da Danke ist er, da ist geschrieben. er, da ist er, da ist er, hat er geschrieben. Super, ja. Ja, Dann hervorragend. einmal kurz in den Chat schreiben. Was darf sein, Lars? Ja. Wenn du Hier, dich noch nicht Xbox. entscheiden kannst, ist es auch in Ordnung. Ich schreibe dir dann nach dem Webinar noch eine E-Mail, falls es lieber dir so ist. Lieber Lars. Ja. Gratuliere. Echt hervorragend. Steam Deck, alles klar. Aber Steam ja, Deck, guter Punkt. okay. Kannst du auch noch mal eine Nacht drüber schlafen. Wir schicken dann noch mal die Auswahl rüber und dann kannst du noch mal eine Nacht drüber schlafen. So viele schreiben Im auch Notfall. gute Wahl. Ja, auf jeden Vielen Fall. Dank. Ich sehe, die Resonanz ist auf jeden Fall sehr groß. Es sind echt viele Teilnehmer heute, viele Q&A-Fragen. Wir schicken euch dann auch nochmal Antworten. Ich hoffe, dass das dann auch wirklich klappt mit dem Excel-Export, mit den ganzen Fragen. Aber das haben wir auch schon mal gemacht, also irgendwie geht das schon. Und hat uns echt super gefreut, dass ihr alle da wart, dass ihr alle so aktiv hier mit am Start wart, viele Fragen gestellt habt. Vielen Dank an dich, Stefan. Der macht hier immer den Hauptjob sozusagen. Wir anderen sind hier nur so die Drahtstanden. Und ja, wir freuen uns sehr, mit euch da weiter zusammenzuarbeiten, auf euer Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, meldet euch für eine Produktdemo. Aufzeichnung wird rumgeschickt. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen wundervollen Nachmittag. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Webinar. Dann macht's gut, alle. Ciao.